Weiser als die Weißen auf jeden Fall. Mal gucken. Quick Save? Kann ich da einfach reingucken? Ich glaube nicht, aber. Wer sagt's denn? Ein Versuch ist es wert. Er ist nicht mitgekommen. Sehr geil. Nice. Na, Bruno. Oh, noch ein Buchstand. Klapp. Meins. Hier steht etwas über Magie. Ich gehe hier einfach durch und räume den Laden leer. Ha. Nee. Namenloser Held. Ja, also. Dieser Schrank. Oh, dieser Schrank ist so faszinierend. Oh mein Gott, ich muss ihn den ganzen Tag anstarren. Ich glaube, das sind seine Gedanken ungefähr. Sonnenuntergang. Oh. Ich mach mal einen Screenshot, weil dann kann ich das als Thumbnail benutzen, so für meine Website. Da gibt's irgendeinen. Ich hab eine Website. Erste Link in der Beschreibung. So. Schöner Screenshot. Oh, oh, oh. Wir können hier. Oh, 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 oh. Was schmieden. Mach das Ding heiß. So, auf den Amboss. Hau drauf. Ich find's cool, wenn's wie ein Fable ein Minispiel dazu gäbe. Jetzt das Ganze abschrecken. Buh! So, jetzt ist noch stumpf. Ich kann aber schon hier damit aufs Maul hauen. So, und jetzt noch schärfen. Ja, das hat doch was. Das sieht gut aus. Geht auch was. Ein scharfes Schwert mit Schuhstärke 30, aber das Ding ist besser. Ist das eigentlich ein Zweihandschwert oder... Mal kurz gucken. Nein, ein Einhandschwert. Also theoretisch könnten wir dazu dann noch ein Schild benutzen. Haben wir das Schild noch? Ja, wir haben... Was ist das denn? Ah ja, unsere Rüstung. Ich könnte dazu das Schild benutzen. Dann wäre ich besser geschützt. Ah, komm, versuchen wir mal. Quick Save. Warum habe ich denn... Warum habe ich den Caps Lock an? Wupp, meins. Immer wieder das Gleiche mit dem Kerl. Rekrut. Tucker. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Ach, Tucker. Was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst ranziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du, wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Ja, das könnte durchaus sein. Ist auch sehr... eine Arena, wie ich das sehe. Wer will gegen mich antreten? Ich nehme den Teil auf. Berserker. Noch ein Schleifstein. Am Ende sollen wir uns noch darum kümmern. Ja. Diese Musik, diese Orgelmusik kommt aus dem Spiel. Ich dachte gerade, weil ich wohne direkt neben der Kirche. Verstanden? Ja, ich klaue ja nicht, mein Freund. Ich hab's noch nicht mal geklaut. Ich wohne nämlich direkt in der Kirche und der Organist, der haut da gerne mal in die Tasten. Auch gern, wenn ich aufnehme. Was ist deine Meinung? So, Kato. Wie heißt der? Bronco. Aber Bronto hier. Bronco. Auf, was du sagst. Bam, 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 bam. Yo, man. Halt. Stopp. Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal. Meinst du, mir macht das Spaß, sich hier die Beine in den Bauch zu stehen? Logan. Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ja, ich auch nicht. Gut, jetzt müssen wir die heilige Halle finden und herausfinden, warum die Halle so heilig ist. Na, Vitus. Eine Boink. Oh, eine einfache. Ja, chill doch. Mein Gott, mach doch nicht so einen Stress. Wenn ich noch nicht mal was gemacht hab. Yo, Leute. Was willst du hier? Ich will euch stören. Ich will eure Zeit verschwenden. Hab ich geschafft. Gut, tschüss. Was läuft hier? Mal zu, wie die Erde.
Oh, Schweine. Hallo, Schwein. Hallo, Schwein. Hallo, Schwein. Die essen alle gleich. Oh, das suhlt sich. Hallo, Schwein. Quick Save, weil ich weiß nicht, ob ich die Pilze mitnehmen darf. Ups. Und ups. Ja, die darf ich mitnehmen. Oh, suhlt euch, Schweine. Suhl. Ich bin Suhl. Bist du ein Gott? Ja, und wer weiß, aus welchem Film das ist, der kann es unten in die Kommentare schreiben. Aber das müsste man doch eigentlich kennen. Ich gebe jetzt hier keinen Tipp. Okay, die etwas jüngeren von euch werden es wahrscheinlich nicht kennen, aber das gehört eigentlich... Ich gebe euch einen Tipp, es ist ein Film. Ja. Interessiert mich auch, wer das noch alles kennt. So. Hui. Oh Moment, ich bräuchte meine hier. Regionskarte. So, mal gucken, wo ist denn die heilige Halle? Okay, das hilft mir jetzt auch nicht wirklich viel. Ich gehe davon aus, dass das hier die heilige Halle ist, weil die so groß und hallenartig aussieht. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das die heilige Halle ist. Ich habe eine sehr schöne Karte. So, vollgeschrieben mit Sachen, die ich nicht lesen kann, was A, viel zu klein sind und B, ja. Viel zu klein sind. Wieso komme ich denn da? Hä? Hä? Da ich also auf der Karte keine Mauer eingezeichnet. Halt! Stopp! Jetzt dreh dich! Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef. Also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger. Sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Hey, Schweine fressen kein Fleisch. Lass mich durch, du Nachtwächter. Na warte, wir beide sind noch nicht miteinander fertig. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, ja, jetzt geh aus dem Weg. Geh und gib deine Botschaft ab. Buhuhu, ich hab solche Angst. Bitte hau mich nicht. Oh, das ist ein das ist aber schön. So. Enzo, ja, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mit euch zu sprechen. Nado. Kryos. Na, bist du? Nun, was führt dich her? Ich bin hier, um Mendoza zu sprechen. Dann kann ich nur für uns alle hoffen, dass du gute Nachrichten bringst. Das werde ich mit Mendoza allein besprechen. Natürlich. Es steht dir frei, die heilige Halle zu betreten. So, aber die sind irgendwie viel cooler, als ich gedacht habe. Ich dachte, oh, du bist jetzt hier raus, du wirst gleich eingeschwert. Hey, deshalb bekleuchte ich erstmal. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Nein, habe ich nicht. Und auch du solltest diesem Laster besser schon nicht frönen, mein Junge. Das. Haha, ich habe mir seinen Stab geklaut. Also, das fällt doch auf, wenn du gerade einen Stab in der Hand hast und schon ist er weg. Okay. F8. Was ist das denn? Was hat der denn da? Oh, ein Buchstaben. Erstmal lesen. Lesen ist sehr wichtig. Dadurch bekommt ihr 3 Weisheit. Und zwar bei jedem Buch, das ihr lest. Ihr müsst es gar nicht ganz lesen. Ihr müsst nur irgendwie über die Zeilen streichen und dann sagen, interessant oder sowas. Yo, man. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Was willst du von mir? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Er hat viel zu tun. Ich bin sein bester Mann. Er hat's nicht so mit dem... Er hat's nicht so mit weiten Wegen. Fürchtet er etwa um sein Leben? Nicht eine Sekunde. Meinetwegen. Dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein,
Aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Du weißt mehr über die Bedrohung? Es ist, wie du sagst. Es gibt eine Bedrohung auf dieser Insel. Aber sie ist weitaus größer, als ihr Banditen euch vorstellen könnt. Gut. Was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe, und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Und die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. So, so. Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier, überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Ich habe eine Frage. Hat der sich das Ding in den Kopf getackert oder was ist los? Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Mhm. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir. Ich werde es dir zeigen. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Yo, tun wir das. Chiller Gang, guckt euch das an, guckt euch den gechillten Gang an. Einst herrschten die Titanen über die Welt, doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen, und das werden nicht wir sein. Folge mir. Das hast du mir nicht da vorne sagen können? Das sind keine 10. Das sind vielleicht 10 Meter oder sowas. Ich habe die Titanen bekämpft. Auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Oh, kannst du mir das nicht im Gehen sagen? Müssen wir davon echt jedes Mal stehen bleiben? Oh, da geht's aber tief runter. Da will ich nicht runterfallen. Oh, so langsam. Los, schneller. Komm mit, alter Mann. Huch, was ist denn? Oh, Pilze. Meins. Das findet das behalten. Oh. Oh, kommt aber cool. Ich hätte auch gern so eine Tür. Ey, wenn der jetzt da hinten rumsteht und auf mich wartet. Mann! Der steht da jetzt wirklich rum und wartet auf mich. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt! Oh, dafür bist du jetzt stehen geblieben und hast auf mich gewartet? Oh, Logik, hallo.
Also Logik ist in dem Spiel ziemlich ausgestellt. Also Risen ist eigentlich ein deutlich besseres Gothic 3. Also ich finde es besser als Gothic, weil die, also Gothic 1 zum Beispiel, weil die Steuerung viel besser ist. Es. Dieses Tor wird uns hinabführen zum Ursprung der heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann. Steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht und dann werden wir über die Titanen siegen. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können, und auch nicht die Kraft aller Männer, kann dieses Tor öffnen. Allein die 5 Schlüssel werden es. 5 goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt. Die anderen 4 müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Nun ist es an dir. Kapitel 2, der Plan des Inquisitors. Gab's denn Kapitel 1? Also, wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden? Frieden, Gold. Solange er meine Leute in Ruhe lässt, kann er machen, was er will. Aber du wirst mir die Kristallscheiben bringen. Du wirst mit mir dieses Tor öffnen und dann wirst du mit mir hinabsteigen. Warum ich? Weil Esteban dich geschickt hat. Finde diese Scheiben. Okay. Ein von 14 Teleportsteinen. Gut. Quicksaven wir mal. Ich will mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt da so in die Ecke gehe. Ich weiß, das wird euch furchtbar nerven, aber... Hui! Ja, ich bin Superman, ich kann fliegen! Tschüss, schnelle Welt! Bei der hätte sie ziemlich zerklatscht. Ich musste das einfach tun, sorry, Leute. Ich musste es einfach tun. Mit einer Pfanne kannst du an einem Lagerfeuer oder einem Herd rohes Fleisch und Fisch braten. Ja. Das haben wir schon festgestellt, dass wir das können. Boah, ich habe ziemlich Muskelkater. Ich war gestern trainieren. Ah, tut voll weh. Und bei uns sind jetzt noch die letzten, ich glaube, 2 Wochen Schule oder sowas. In Baden-Württemberg. Ja. Oh, andere Bundesländer haben ja schon Ferien. Hm. Ja, dafür haben wir Pfingstferien. Auch nicht schlecht. So, gut. Wo bringt uns der Teleportstein eigentlich dann hin? Benötigtes Mana 40 von 0. Stein der Teleportation mit dem Ziel Vulkanfestung. Ach, wir können mit diesem Teleportstein uns immer nur an einen bestimmten Ort teleportieren. Und zwar für den, für den sie gemacht sind. Okay. Dann werde ich noch ein bisschen in der Festung chillen. Und mit den Leuten reden. Wenn ich Bock dazu habe. Ja. Oh gut, ich mache jetzt aber mal Schluss, weil ich noch eine Menge zu tun habe. Und sage Tschüss.